Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Survival Games. Wir spielen auf der Map Volcano of Death. So, und irgendwie habe ich so ein bisschen Internetprobleme, kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall erstmal hier öffnen und erstmal den besten Stuff überhaupt rausholen hier. So, zack, zack, zack. Zack, und ein Steinschwert. Ja, wundert mich total, dass ich jetzt so einen guten Stuff habe, weil das jetzt in ganzen vorherigen Runden nicht so war, weil es irgendwie immer geleckt hat und ich nie irgendwas Ordentliches bekommen habe. Aber danke, Spiel, dass du mir mal eine Chance gibst. Vielleicht klappt die Aufnahme ja. Vielleicht wird die sogar gut. So, den haben wir. Perfekt. Jetzt schnell weg, schnell wie der Wind müssen wir jetzt weg. Denn vielleicht wartet der nächste ja schon. Zack. Und wir sind eigentlich fast full iron. Wir sind fast full iron. Perfekt, jetzt gucke ich mal, was hier in der Kiste ist. Oh, 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 Überraschungsei, nichts Gutes. So, gehen wir weiter. Und dann sind hier, warte. Oh, hinter uns ist jemand. Ich möchte uns wohl töten, aber ich habe auch einen Bogen. Aber leider keine Pfeile. So, ich habe ein Schwert weggeworfen. Ernsthaft? Ach so, nee, ich möchte mit dem kein Team machen. Das war auf Versehen. Boah. Den habe ich jetzt noch getötet, Junge. Ein Herz hatte ich noch. Der hatte quasi ein Eisenschwert. Hui, das war jetzt echt ein bisschen knapp. Ich wollte dem nämlich überhaupt nicht mein Schwert zuwerfen. Das war ein Missverständnis. Der dachte jetzt vielleicht, ich möchte mit dem Team machen oder so, aber das stimmt gar nicht. Ich habe das einfach auf Versehen geworfen, aber ja, ich habe ihn trotzdem getötet. So, gut. Oder vorne ist jemand, dann gehe ich lieber in die Richtung. Da ist bestimmt auch irgendjemand. So, mal gucken. Ich bräuchte nämlich echt vielleicht ein bisschen besseren Stuff, aber naja. Geht, oh, kann ich noch eine Facebook-Nachricht, ach, und noch eine Nachricht am Handy, ja, auch nicht schlecht. Finde ich sehr, sehr geil. Oh, ein Helm. Der ist ja perfekt. Zack. Jetzt brauchen wir nur noch eine bessere Hose und dann sind wir auch schon Full Iron. Okay. Eine Angel haben wir auch. Ja gut, da kann ich ja mal anfangen, so ein paar Sachen zu sagen, die ich eigentlich sagen wollte. Und zwar, ich war jetzt über Weihnachten in Paris und deshalb sind auch keine Videos gekommen. Ich habe es überall auf Twitter angekündigt, also wer mir da folgt, der ist immer auf dem aktuellsten Stand, der weiß halt einfach, wann Videos kommen und wann, warum mal keins kommt oder so. Also, wenn ihr mir auf Twitter folgt, im Link in der Videobeschreibung, dann seid ihr halt immer auf dem aktuellsten Stand und Twitter ist halt echt so eine Plattform, die kann man eigentlich mit fast keiner vergleichen. Facebook ist doch so eine Ranzplattform geworden und ich finde eigentlich, dass Twitter einer der geilsten Plattformen überhaupt ist. Früher war ich ja noch nicht auf Twitter, aber dort bin ich jetzt aktiv und ich finde es mega. Also man kann sich einfach so gut austauschen und keine Ahnung, das ist irgendwie viel sympathischer als mit diesen Freundschaftsanfragen und so, keine Ahnung. Also mir gefällt es echt gut. Tschüss. Okay, das war wohl ein Schuss in den Vulkan. Okay, so und ja, ich wollte eigentlich jeden Tag in Paris einen schönen Vlog aufnehmen, wie wir im Disneyland waren und wie wir dort waren und Spaß hatten. Aber dann gibt es noch einen Haken und zwar das Internet. Und daran habe ich ja mal überhaupt nicht gedacht, dass das Internet im Hotel scheiße sein könnte. Zu meinem Pech war aber das Internet im Hotel der größte Ranzhaufen überhaupt. Deshalb konnte ich eigentlich nichts aufnehmen, was ich eigentlich aufnehmen wollte und was ich eigentlich so vorhatte aufzunehmen. Beziehungsweise hochzuladen. Aufgenommen habe ich die Sachen ja. Hochladen konnte ich sie aber leider nicht und deswegen werde ich da irgendwie Anfang Januar da so einen Vlog draus machen, irgendwie so einen großen schönen Vlog, wo ich dann schöne Sachen erzählen werde auf jeden Fall. Und wo ihr dann auch die ganzen Augenblicke, die ich gesehen habe, auch sehen könnt, damit ich das so ein bisschen mit euch teilen kann, weil ich fand es dort echt mega cool. Ich bin das erste Mal geflogen und das war schon ziemlich aufregend für mich.
So, komm her. Oh, so, den haben wir. Das war jetzt echt. Ich dachte ehrlich gesagt nicht, dass wir den packen. Ich dachte, das ist jetzt unser Ende, weil er hat von unten natürlich besser geschlagen. So, jetzt sind wir aber Full Iron und wir haben ihn tot. Und wir haben noch einiges an TNT. Unseren Heiltrank haben wir jetzt zwar verschwendet, aber vielleicht wäre jetzt ja einer von hinten gekommen und hätte mich dann gleich abgestaubt. Deswegen ist es, denke ich, schon okay, dass ich den jetzt benutzt habe. Ja, und deswegen kamen eben keine Videos und jetzt wisst ihr Bescheid und jetzt dürft ihr nicht mehr sagen, oh, du hast gesagt, es kommen Videos. Nein, ich habe auf Twitter alles schön angekündigt, dass keine Videos kommen, da das Internet einfach so schlecht ist. So, und zu Silvester bin ich wieder nicht da, aber ich werde versuchen auf jeden Fall zu Silvester ein schönes Real-Life-Video hochzuladen, weil ich da in Salzburg bin und da ist das Internet doch noch ein Ticken besser als in Frankreich. Und ja, okay. So, wir haben guten Stuff. Sechs Spieler leben noch. Mal gucken, wie es im Deathmatch ausgeht. Ich werde die Runde auf jeden Fall nehmen, weil ich ganz, ganz viel, ganz, 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 ganz viele schöne. Hui, was war das denn jetzt? Das war irgendwie Slender oder so. Auf jeden Fall freue ich mich schon extrem auf 2015. Was sind eure Vorsätze? Habt ihr irgendwelche Vorsätze? Ich habe keine Vorsätze, weil ich die sowieso nie erfülle. Ich denke mir immer so, ja, im neuen Jahr werde ich alles besser machen, früher immer. Ich werde jetzt viel mehr für die Schule lernen, viel mehr Hausaufgaben machen. Dann sitzt du 2 Tage in der Schule und denkst dir so, ach, scheiß drauf. Naja, ist halt irgendwie immer so, ne? Also zumindest bei mir. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch so ist. Also ich halte meistens meine Vorsätze nicht ein, aber das sind auch keine schwerwiegenden, wo ich jetzt sage so, ja, die müssen jetzt ganz unbedingt erfüllt werden, sonst geht die Welt unter. Also so ist das natürlich nicht. Dann startet außerdem noch am 01.01.2015 Trave. Da habe ich auch schon die erste Aufnahme davon gemacht. Und das wird auch hier auf jeden Fall auch ein sehr, sehr cooles Projekt. Und ja, einen Trailer gab es leider keinen, weil das haben wir irgendwie nicht hinbekommen, den Trailer zu machen. Aber freut euch drauf, 01.01.2015 um 15 Uhr. Ja, da geht's dann los. Und ja, Shadow Gamer ist nun offline, ist nun offline. Geht auch nicht. Ich liebe ihn auch. Okay. Und grüße an alle Leute, die mich immer am Gammel-Server so schön grüßen. Ich muss sagen, dass finde ich wirklich krass so, wie viele Leute eigentlich mich so täglich erkennen. Also, ich nehme mittlerweile schon jeden in der Freundesliste an, solange der mich nicht zuspammt. Sofern mich die Leute zuspammen, werden die wieder entfernt. Aber ich nehme die normalerweise alle an. Das heißt, ihr könnt mir auch gerne eine Freundschaftsanfrage schicken, denn ich denke mir so, es ist ein Spiel. Es ist nichts Privates wie Skype und da denke ich, ist das schon noch zu verkraften, die Leute da anzunehmen. Und ja, wenn ihr Bock habt, dann schickt mir eine FS, dann nehme ich sie an. So, es geht jetzt auch gleich los. Ich bin so aufgeregt. Oh, das ist die kleine Map. Och, ist das doof. Vielleicht hole ich mir den da. Oh, ich brenne scheiße. Das finde ich echt doof. Okay, einiges an erstmal hier platziert. Ja, vielleicht wird er selbst weggesprengt. Ja, er wurde selbst weggesprengt und zack. Das hat jetzt einige schöne Explosionen gegeben. Den habe ich. Okay. Schnell das Schwert mit Schärfe nehmen. Das war jetzt ja mal eine krasse Aktion. Ach Scheiße, ich habe jetzt auch keine Pfeile mehr. Was machen wir denn da? Nein, ich muss weg. Okay, erstmal schnell was essen, würde ich sagen. Den Pfeil habe ich nicht mehr, aber der hat Low Life. Den müssen wir. Der hat so Low Life, der muss einfach sterben. Und okay, der ist auch tot. Und haben wir den noch? Ja, GG.
Das war ja mal knapp. Wir haben alle im Deathmatch getötet. Glaube ich zumindest. Bumsdoggy, Bumsdoggy, Bumsdoggy. Zwei. Knapp. Knapp. Ja, ich würde mal sagen, ich bin gerade so aufgeregt, weil das war mal ein mega krasses Deathmatch. Wir haben einfach alle getötet. Und das war schon ziemlich nice. Und ich gehe jetzt mal hier zum Spawn. Und hier, stelle mich hier hin. So, ich habe keinen Skin. Ich weiß auch nicht, es liegt irgendwie an der 1.7.9. Dann werde ich wieder auf die 1.7.2 wechseln, weil ich würde schon gerne wieder einen Skin haben, ja. Und ja, ich freue mich jetzt, dass die Runde geklappt hat. Ich hoffe, das hat jetzt auch so mit der Audio und mit der Bildqualität gepasst. Und wehe, der hat jetzt nicht aufgenommen, dann werde ich echt böse. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann morgen wieder bei einem neuen Video. Wahrscheinlich ein Real-Life-Video, weil morgen eben schon Silvester ist. Und ich wünsche euch einen super guten, schönen Rutsch ins neue Jahr. Möget ihr alle gesund sein. Und ja, wir werden auf jeden Fall ein Nachbarschaftsbattle machen mit so Raketen, dies, das. Geldverschwendung hoch 100, aber Spaß muss es machen, sage ich immer. Okay, Leute, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir mit Hashtag Trey Fragen und ihr könnt im nächsten Video sein. Und ich würde einfach mal sagen, haut rein, macht's gut und ciao.